Hm. Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Wir blicken heute in unserer Besprechung bei Tickmail's täglichen Trading-Ideen über britisches Pfund US-Dollar. Das ist der Main Act sozusagen, den wir heute hier auf der Uhr haben. Habe ich gestern auch im Blog schon so veröffentlicht. Neuseeland-Dollar-US-Dollar. Und US-Dollar, Schweizer Franken liegen hier zum Wochenstart ebenfalls mit auf der Agenda. Und natürlich den ein oder anderen Wunschmarkt und damit auch den Live-Zuschauern hier wie immer die Einladung rübergeben. Wer Lust hat und hier auf Zoom oder Facebook direkt zuschaut, Wunschmärkte sind sehr willkommen. Rein in die Chats. Und dann kann ich mich gerne um den ein oder anderen Wert hier mit kümmern. Und <laughs> Leute, Facebook läuft. Das Battle geht weiter. Ja, wir müssen hier mal einen Preis ausschreiben. Ja, der große Preis zum ersten. <laughs> Montagmorgen. Klasse, freut mich. Und da sehe ich auch, äh, dass alles soweit passt, dass der Ton und Bild gut sind. Kurze Info, wer mir aus Zoom noch recht. Und dann geht's los. Wir starten hier durch mit dem Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich hier wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und damit schauen wir schon ganz flott auf die Nachrichten. Und wie immer montags, so wahnsinnig viel an Nachrichten gibt es da nicht. Ein bisschen was Interessantes gab es aus China. Wir haben heute Morgen äh, Daten zum Bruttoinlandsprodukt äh, und zur Industrieproduktion gesehen. Äh, beim, beim BIP sehen wir eine rote Zahl, aber Leute, lasst euch davon nicht verschrecken. Das ist trotzdem Wachstum im Vergleich zum Vorfeld. Wir hatten vorige bei 3,2, jetzt haben wir 4,9. Das ist schon ein deutlicher Zuwachs. Und wenn man das so weitergeht, könnte China sogar mit einem blauen Auge und einem leichten Plus aus diesem Corona-19-Jahr gehen. Das ist schon echt irre. Und das Thema Industrieproduktion, das zieht auch an von 5,6 auf 6,9. Ich weiß, Leute, das ist China. In China sehen die Zahlen immer ein klein wenig anders aus. In China geht man häufig auch davon aus, dass die Zahlen ein bisschen schick gemacht werden. <laughs> das erinnert mich auch äh, an die ein oder andere Unternehmenspräsentation äh, bei vielen äh, Aktiengesellschaften. Also ja, Diskussion darum hin oder her. Nehmen wir die Zahlen mal so hin, wie sie sind. Äh, es sind keine schlechten Zahlen, eher positive Zahlen. Man sieht, äh, dass China hier auf dem Weg nach vorne ist. Man sieht, die sind in der Bekämpfung von Covid-19 ein ganzes Stück weiter vor, ähm, als wir das hier im Rest der Welt sind. Die haben auch schon eine relativ hohe Impfquote, wobei die auch noch keinen festen zugelassenen Impfstoff haben. Aber man hört das halt aus den Medien, dass dort viel mehr Leute auch bereit sind, sich mit diesen Stoffen impfen zu lassen. Und das scheint so ähm, Früchte zu tragen. Und das ist etwas, das inspiriert auch den Rest der Welt. Wenn man heute Morgen auf die Aktienindizes schaut, dann sind hier auch schon Pluszeichen zu. Zu sehen ähm, von der Seite her, China gibt hier eine Vorreiterrolle. Ansonsten hier heute am Laufe des Tages noch zwei Dinge und zwar Fettvorsitzender Paul spricht und EZB-Präsidentin Lagarde. Da hört man immer mal hin und gerade an Tagen, wo relativ wenig von der Nachrichtenseite kommt, hat man immer mal wieder die Situation, dass genau solche Reden äh, ja, dann Impact auf die Märkte haben können. Wir schauen, was kommt. Interessant ist das auf alle Fälle immer und wir müssen es im Hinterkopf haben. Damit gehen wir rein in die Charts hier. Wie schon gesagt, Facebook läuft an dieser Stelle. Zoom auch. Jawohl, jetzt kommt es runter. Was macht der Nasdaq, wollen wir wissen. Super. Da gucken wir nachher auch gleich mal mit drauf. Ja, auch der Nasdaq. Der steigt heute Morgen ein kleines bisschen. Ah, das passt supi. <laughs> Klasse. Machen wir los mit dem Währungspaar euro britischer Pfund. So gekannt oder sehr bekannt auch unter dem Namen Das Cable. So, wir sehen jetzt hier an dieser Stelle den, Wo äh, den Stunden, 4-Stunden-Chart. So rum, jetzt haben wir es. Bildschirm ist groß. Sollte man sehen, was sehen wir denn im 4-Stunden-Chart? Wir sehen momentan im 4-Stunden-Chart einen grünen gekennzeichneten Trend hier vom MTON Live Signal. Wenn ich das ein bisschen zusammenraffe, sehen wir auch, wir hatten hier einen Abwärtsschub, jetzt sind wir hier in der Aufwärtsphase drinnen. Wir nehmen das jetzt einfach erst einmal kurz hin und gehen mal noch einen Schluck nach oben und zwar hier rein in den Trend des Tages. So, und da schauen wir uns das Ganze an, da sehen wir natürlich auch den Aufwärtstrend. Das heißt, was wir hier jetzt haben ist. Wir haben einen aufwärts gerichteten Tageschart und wir haben einen aufwärts gerichteten, direkt untergeordneten äh, Chart, der 4-Stunden-Chart. Das heißt, damit haben wir erst einmal zwei Zeiteinheiten, die in die gleiche Richtung laufen, nämlich nach oben. Und das ist die Chance, dass wir hier jetzt tatsächlich auch ansetzen könnten, nach oben zu laufen. Wer den Blog schon gelesen hat, beziehungsweise hier oben die Überschrift im, äh, im Video auch sieht, äh, da habe ich ja geschrieben, dass eventuell äh, hier der, oh, der britische fund US-Dollar unter Druck geraten könnte. Durch die Bären und das, woher das kommt, das sehen wir in diesem Chart auch relativ gut. Und zwar, ich gehe jetzt das erste einmal hier im Tageschart auf die aktuelle Situation ein. Und zwar, schaut mal. Hier, das war der korrektive Abwärtstrend. Wartet mal, können wir den hier sehen? Jawohl, der ist ja da. Also, das hier war die Korrektur. Alles gut, alles schick. So, was haben wir gesehen? Einen schönen Schub nach oben und wir haben hier eine Latte im Markt liegen. Und zwar ist das ein Widerstand hier oben um die Marke von 1,37, ne? Die 1,30, die hatten wir zwischendrin mal überwunden. Dann ging es noch ein kleines Stück nach oben und der Deckel war oben drauf hier in diesem Drehbereich, den wir hier drüben gesehen haben. Das ist momentan die Hürde. Ne? Und was wir hier in diesem Chart auch sehr schön sehen können, ist die Tatsache, ähm, was wir gerade in den vier Stunden auch gesehen hatten, dass wir untergeordnet schon wieder nach oben trennten. Ne? Also wir haben auf Tagesbasis hier den großen Trend, der nach oben läuft, und jetzt hier auch schon wieder einen kleinen Trend, der nach oben läuft. Und eine Sache ist hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig und das bringt heute und hier die Bären in die Überschrift rein. Nämlich die Tatsache, dass wir hier unten in diesem Bereich um die, naja, ich sag mal mal, ganz grob 1,285 wir haben hier eine, naja, ich will es jetzt nicht sagen, Art Nackenlinie, aber es ist ein kleiner untergeordneter Supportbereich. Da haben wir auch das Zwischentief drinnen liegen aus diesem Aufwärtstrend. Und wenn das gefallen ist, dann ist dieser Aufwärtstrend hinüber. Dann geht der Weg wieder nach unten und dann müssen wir uns damit anfreunden, deutlich tiefer reinzulaufen. Und hier sehen wir schon auf der Unterseite ein paar magentafarbene Markierungen. Das ist das, was wir gleich in den kleinen Zeiteinheiten besprechen. Aber! Und jetzt das große Aber. Und das ist das Schöne. Das Spannungsumfeld, was wir jetzt hier wieder haben, trotz der Tatsache, ähm, dass wir hier unten, hier und hier Tests in diesem Bereich hier unten gehabt haben. Ist die Chance trotzdem gegeben, dass wir nach oben laufen? Das heißt, die Chance ist gegeben, dass wir etwas sehen wie das hier. Also einfach von unten hier oben reinlaufen. Erst einmal wieder da dran und von dort aus dann möglicherweise weiter nach oben zu starten. Hier der nächste Anlaufpunkt im größeren Bereich wäre dann hier oben die 1,32,5. Ähm, das ist der Bereich, wo wir hier drüben an dieser Stelle etwas verharrt haben hier. Schaut mal, das war das letzte Kauflevel hier, das größere. Und hier sind wir runtergelaufen, nochmal hochgelaufen, runtergelaufen, nochmal hochgelaufen. Also so ein leichter verharrender Bereich aus dem letzten Schub nach unten. Ne? Und das ist dann der nächste Anlaufpunkt, wenn wir oben drüber gehen. Das können wir im Hinterkopf behalten. Und noch etwas, was wir hier durchaus fürs positive, kurzfristige Trading haben können: Selbst wenn wir es nicht schaffen, hier oben drüber zu fliegen, haben wir ja noch Platz bis oben hin. Heißt also hier, ich habe es mal mit, mit einer blauen Farbe markiert, das Hoch vom Freitag, wenn wir das überschreiten, dann trendet der Markt in der kleineren Zeit auch wieder nach oben, im kleinsten sozusagen, also bezogen auf diesen Trend hier. Und dann haben wir zumindest mal die Chance, ein Stück weiter hochzulaufen. Und auch hier sehen wir wieder einen Drehpunkt, ein bisschen über die Marke von 1,30. Und das schauen wir uns jetzt an dieser Stelle mal im 4-Stunden-Chart auch an. Moment, ich nehme mal kurz die Zeitrahmen raus hier. Beziehungsweise den kleineren Trend, da sehen wir es halt schon nach oben laufen und das ist das, was wir gerade auch auf der Tagesbasis gesehen haben. Und hier sehen wir jetzt halt diese Wichtigkeit dieser Marke hier unten um die 1,28 knapp 5,4. Das ist ein Schwungbereich, der hat hier sozusagen Markt, sage ich mal, ähm, vom Markt sehr viel Beachtung bekommen. Hier sind wir drauf gelaufen, direkt wieder hoch. Ne? Hier drüben auch drauf hoch, hier in diesem Bereich rein hoch, hier in die Nähe und wieder hoch. Und das ist jetzt der Punkt, wenn wir hier tatsächlich oben reinlaufen, im kleinsten Hochstreben. Also das sieht in der kleineren Zeiteinheit entsprechend dann so aus, dass wir hier einmal oh, das ist das falsche, dass wir hier einmal hochgelaufen sind, hier in dieser Stelle, also hoch. Jetzt jetzt will es mich aber hier. Linie jetzt, so. Also hoch Korrektur wenn wir das bekommen, das wäre hochinteressant. Das ist dann das, was wir in der untergeordneten Zeiteinheit finden. Also mit Bezug sozusagen auf den 4-Stunden-Trend. Wer den dann als Richtungsgeber nimmt, der kann sich das anschauen. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier in die 15 Minuten reingehen, dann sehen wir schon, was hier passiert. Und zwar. Das ist mal das größere Bild, was wir hier im Abwärtsschub haben, ne? was wir gerade gesehen haben. Also, das, was wir hier uns angezeigt haben, hier, das war die erste Bewegung nach unten. Dann hatten wir hier die Korrektur in diesen Bereich rein. Dann gab es noch mal eine Bewegung. Und das ist jetzt das, was wir nach oben hin laufen sehen. Und wenn wir hier tatsächlich jetzt den Aufwärtstrend bekommen und wir hier drüber laufen, über dieses Level, dann haben wir Chancen, tatsächlich hier oben diesen Bereich rauszunehmen dieses Zwischenhoch hier oben, hier, diesen Bereich hier, und dann nach oben zu streben. Und das wäre das Interessante. Und da sehen wir auch schon, warum hier oben in diesem Bereich ein bisschen über 1,30, diese magentafarbene Linie drin liegt. Da haben wir nämlich jetzt tatsächlich hier einen Drehbereich. Und der ist durchaus interessant, weil das ein Verkaufsbereich ist. Und wenn sich da dann plötzlich Käufer finden, haben wir gute Chancen, weiter auch ein Stück nach oben zu laufen. Das heißt, wenn wir uns das mal anzeigen lassen wollen, hier oben drüber, schaut mal hier haben wir noch ein paar kleinere Swingbereiche sage ich mal die 1303 in etwa bevor wir dann in Richtung 1307 mit reinlaufen können also das sind mal wirklich sehr sehr schöne Chancen die wir hier auf der Chart Oberseite haben und eine Sache gefällt mir hier für die Long Richtung noch relativ gut hier bildet sich so eine Art Dreieck aus. Also das heißt, wir sind zwar hier immer noch verortet in dem Abwärtsschub drinnen, aber von unten drückt es so langsam nach oben. Und wenn die Händler immer immer früher in den Markt anfangen zu kaufen, zeigt uns das, dass der Markt eher die Oberseite beleuchtet. Und da kommt dann das Spiel mit rein. Hier an dieser Stelle haben wir jetzt hier so eine Art Dreieck auch drinnen liegen. Wenn das nach oben verlassen wird, haben wir richtig gute Chancen, hier den Oberweg wieder mit anzulaufen. Und das ist dann das Signal, dass wir sozusagen eher die bullische als die bärische Seite beleuchten. Aber bitte eins nicht vergessen. Den Chart, den ich jetzt hier bespreche, das sind die 15 Minuten. Ja? Das ist nicht der Tageschart. Das heißt, wenn es hier nach oben geht, heißt das noch lange nicht, dass der Tageschart nach oben geht. Nein, das heißt erst einmal aber, dass wir hier in Richtung der Oberseite wieder reinlaufen. Ja? Wenn wir hier aber nicht über die 1,36 drüber kommen, <laughs> dann wäre das ein nicht so schönes Bild. Weil wenn wir von dort aus wieder rumdrehen würden, dann hätten wir ja naja, ich zeichne es mal ganz kurz ein. Ne? Also die Gefahr ist jetzt noch nicht da, aber hier hier und wenn das dann kommen sollte, hier möglicherweise eine SKS ne? muss man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Wie schon gesagt ist noch viel 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 zu früh ja. aber wenn wir tatsächlich hier oben in diesem Bereich von dieser 130 06 wieder eine Umkehr bekommen sollten, das wäre tricky. Und da müssen wir uns dann eher auf die Unterseite, auf die Lauer legen. Deswegen heute das Ganze hier auch mal mit ein bisschen Achtung. Ja, die Bullen sind hier weiter da. Ja, der kleine Trend geht nach oben. Wir sehen es hier. 1, 2, 3. Zack, Korrektur. Und wenn wir jetzt nach oben wegfliegen, ist alles mit dem Trend hier noch okay? Habt bitte aber auf der Uhr, wenn wir vorher den Rutsch nach unten bekommen, ist das das erste tiefere Hoch. Und wenn es dann nach unten geht, haben wir eine Umkehrsituation und dann müssen wir uns mit der Unterseite beschäftigen. Wenn wir das hier mitbekommen in unseren Morning-Briefings, spreche ich das natürlich auch mit an. Das zum britischen Pfund. Und wir machen weiter. Ein bisschen US-Dollar heute. Alle drei Währungspaare. Aber gut, ist halt so. Wir sprechen jetzt über den Neuseeland-Dollar. So, wo ist er? Jetzt muss ich ihn kurz mal raussuchen hier. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Da haben wir ihn. Hier mal kurz der Blick in die Woche. Keine Sorge, wir gehen gleich wieder runter. Ich will euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar, was wir hier in der Stunde sehen. Moment, hier mal ein bisschen kleiner raffen. So was sehen wir in der Stunde? Wir sehen in der Stunde einen Markt, der nicht so richtig ah, ja, Lust hatte nach oben zu laufen, also ist hier oben an diesem Drehbereich, also die knapp äh, 066 deutlich angestoßen und wieder nach unten reingelaufen. Und hier stellt sich jetzt folgende Frage: Was sehen wir hier an dieser Stelle? Denn wenn wir uns mal einfach uns äh, beleuchten wollen, in der Stunde sehen wir vom Prinzip her ganz normal einen aufwärtstrendenden Markt. So, schaut euch das mal an. Ne? So, jetzt gab es aber diesen starken Schub nach unten. Und das ist jetzt die große Frage. Was ist das? Was bekommen wir hier? War das nur ein Rutsch nach unten? Oder ist das der Anfang einer größeren Abwärtsbewegung? Das ist die Frage, die wir uns hier ein bisschen stellen müssen. Denn, wartet mal, ich mache mal die letzte Linie kurz weg und mache die mal eben in Blau. Dieser Rutsch nach unten hat dafür gesorgt, dass das, was wir hier sehen, diesen Aufwärtstrend, dass der erstmal rausgenommen wurde. Ja. Solange, wie wir allerdings hier in diesem Bereich gleich wieder nach oben laufen, ist im größeren Bild noch alles in Ordnung, weil dann haben wir weiterhin steigende Tiefs und wir hatten ja bis zuletzt auch Steigende hoch. So. Das ist alles okay. Das heißt, wenn wir hier nur einen kurzen Rutsch nach unten gesehen haben und der Markt jetzt direkt wieder das macht, was er uns hier anzeigt, nach oben zu trenden, also quasi dieses hier ist ja dann schon wieder der Trend nach oben, ist das alles absolut okay? Ja, das ist kein Problem. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das, was wir hier sehen nach so einem starken Kursrutsch, führt häufig zu so einer Art Flaggenbildung. So, und wenn diese Flagge nach unten verlassen wird, ist das ganz klar. Am Ende von so einem Schub eine Flagge zu bekommen, ist ganz klar ein bärisches Zeichen. Das heißt, wenn dieser kleine Trend, den wir jetzt hier nach oben laufen sehen, tatsächlich zu Ende geht, das wäre ein wichtiges Zeichen. Warum ein wichtiges Zeichen? Schaut euch mal an, was wir hier haben. Wir haben hier an dieser Stelle einen Drehbereich. Drehbereich, da ist der Markt quasi von Long. Weggedreht auf die Short-Richtung. Also er ist stark gefallen. Das ist das Bruchlevel vom Aufwärtstrend. Und das ist der Bereich hier ganz knapp um die 0663. Und da kommt es jetzt genau drauf an. Da müssen wir hinschauen, was der Markt macht. Wenn wir hier in diesem Bereich nämlich die Umkehr bekommen, das heißt, dass dieser kleine Trend, der hier momentan nach oben sich schlängelt, der ist ja sehr schön erkennbar, wenn der plötzlich hier oben zum Erliegen kommt, dann kommt das Thema der bärischen Flagge ins Spiel. Bricht der nach unten weg? Haben wir die Anlaufpunkte zur Unterseite? Erst einmal natürlich hier rein, unten rauf, natürlich zum Zwischentief und zwischendrin haben wir noch ein paar Drehpunkte, die wir durchaus mit zur Planung mit rannehmen können. Und zwar ist das hier unten, dieser Bereich um die. Naja, knapp 0,66 ja, und dann geht es weiter hier, noch ein kleines Zwischentief im Stundenchart, die 0,6586 in etwa. Das sind die ersten Anlaufpunkte. Fliegt das Tief hier unten weg, haben wir dann, was haben wir dann? Genau, die, die da hier regelmäßig zuschauen, wissen das schon, einen Abwärtstrend. Ne? Der ist dann weg und da müssen wir uns dann zur Unterseite orientieren. Und wenn das kommt, haben wir hier danach den nächsten größeren Anlaufpunkt hier unten am Zwischentief bei um die Marke von naja, etwas um die 0,65, 4,70. Das ist das, was uns die Stunde momentan verrät. Und das ist so ein bisschen das Bild, müssen wir jetzt mal mit aufziehen auf das Gesamtbild, auf das große Gesamtbild. Denn wir sehen hier ein ähnliches Konstrukt. Ja, wir hatten ja gerade die Woche drin, wo wir einfach gesehen haben, okay, in der Woche haben wir hier oben in diesem Bereich tatsächlich einen wichtigen Drehbereich. Da sind wir jetzt rumgedreht und wir sehen in der Woche. Ich will es hier auch nur mal kurz anskizzieren, weil sowas dauert häufig eine Weile, bis sich sowas tatsächlich ausbildet. Schaut mal hier rein von der Konstellation jetzt hier, ja, könnte es ein ähnliches Bild werden wie hier. Ne? Hier ging es sozusagen von unten nach oben und wenn man sich mal die Form dieser Schulter anschaut, äh, das Ganze mal visuell in den Kontext setzt, dann sind das ähnliche Größen. Und wenn sich das Bild tatsächlich bewahrheitet, dann bekommt diese Marke, dieser Bereich hier unten um die 0651 einen ganz, ganz anderen Geschmack. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt hier bei einigen Währungen sehen, ähm, dass diese Tendenzen momentan wieder ersichtlich werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, an was das liegt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen so an dem Thema US-Wahl, weil man nicht weiß, wie es durch die US-Wahl weitergeht. Ne? Bleibt nun Trump da, äh, dann kommt auch ganz stark wieder das Thema weltweiter Handelsabkommen ins Spiel. Kommt Biden mit rein, wird es anders. Biden ist da auch anders aufgestellt. Er will eher den, äh, sage ich mal, freieren Welthandel haben. Also der ist da ein bisschen tickter anders als Trump. Das wird einiges verändern. Möglicherweise warten die, in die, äh, die Währungen hier an dieser Stelle auf so ein Ereignis. Das weiß ich nicht. Aber wir sehen es das ist jetzt die nächste SKS die sich hier andeuten könnte und das ist halt das das sehen wir jetzt hier schon auf der Woche ja das muss man immer ein bisschen sehen auch die die, die Größen so. und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen was wir hier jetzt sehen, ähm, dann haben wir auf Tagesbasis hier diese große blaue Linie. Und die habe ich ja nicht umsonst reingezeichnet. Die kommt ja aus dem Grund her, weil wir hier oben, guckt mal, ein neues Hoch angelaufen haben. Das war höher als dieses Hoch. Damit hat sich sozusagen dieser Aufwärtstrend da oben fortgesetzt. Und dann sind wir hier unter dieses Zwischentief gefallen. Und da stellt sich jetzt ganz klar die Frage, was passiert jetzt hier weiter? Denn wir haben hier oben um die Marke von, naja, knapp 0,669. Haben wir einen Widerstandsbereich, auch im kleineren Bereich. Ja? Den haben wir hier, den können wir nicht wegdiskutieren. Da ist der Markt dran rumgedreht. Und jetzt stellt sich die Frage: Im Kleinstbereich haben wir ja diesen Aufwärtstrend noch am Laufen. Ja? Also das, was wir jetzt hier sehen, nach diesem starken Schub nach unten, hier Bewegung, Korrektur, hoch. Ja? Da kommt es jetzt drauf an, wie der Markt weiterläuft. Ähnliches Bild wie das, was wir gerade besprochen hatten. Gehen wir hier oben drüber über die 0663. Alles schick. Ja, dann ist der Weg nach oben offen, nächster Anlaufpunkt hier, dieser Widerstand um die 0,668, 0,669 in diesem Drehbereich. Alles gut, wenn wir da drüber laufen, ist der Weg nach oben hin offen. Prallen wir jetzt allerdings genau dort, wo wir sind, nach oben ab, Und jetzt gehen wir hier mal in die Stunde rein, dann wäre es hier ein tatsächliches Achtungszeichen, weil, schaut hier, da sehen wir auch genau das, was wir auf Tagesbasis gerade gesehen haben, der Aufwärtstrend ist hier gebrochen. Ja, das sehen wir hier an dieser Stelle. Wir sind hier ordentlich nach oben gelaufen, hier stark nach oben. Hier die Korrektur. Dort nochmal ein hoch gemacht und dann zack, ging es nach unten. So, und jetzt hier genau das gleiche, was wir jetzt hier sehen, dieser Aufwärtstrend, der hier in der Stunde so schön sich nach oben schlängelt, ja, da stellt sich jetzt die Frage: Was wird das werden? Ist es jetzt nur eine korrektive Flagge? Und die bricht nach unten, genau hier oben aus, dann haben wir es wieder. Das Short-Signal. Anlaufpunkte zur Unterseite und das ist das, was wir hier unten dran dann sehen. Also, das sind mal die Marker, die hier wichtig sind und das ist das, was wir im Neuseeland-Dollar unbedingt beachten müssen. Und damit wechseln wir zum dritten Währungspaar und zwar hier zum Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Das Ganze zunächst erstmal auf der Stundenbasis und mm, das ist interessant, was wir hier auf der Stunde gerade sehen. Also, hier oben. Haben wir mal schön einen Deckel drauf liegen und unten hier, zack, haben wir steigende Tiefs. Das heißt, wir sehen hier Druck von unten. Ja, wer jetzt alleine dieses Kursmuster sieht, der könnte sich denken: Das wäre doch interessant. Ein Breakout oben drüber. Wir sehen ja, der Markt kommt von unten nach oben, kriegt dort Druck. Das ist wirklich interessant und wir sehen auch, dass dieser Druck zuletzt auch deutlich zunimmt, wenn wir mal sehen, wie steil der Winkel ist. Und der Bruch oben drüber ist dann doch durchaus ein schönes Long-Signal. Und da sind wir absolut richtig auf dieser Seite. Wenn der Markt tatsächlich dort oben drüber geht, ist das genau das, was wir hier brauchen an dieser Stelle. Also man kann das ja auch ein bisschen schräg machen, von hier oben drüber anfangen. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Dieser Bereich, den wir hier oben haben, der ist einfach wichtig. Und da versucht der Markt jetzt drüber. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Das wir hier sehen. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen: sollte er unten drunter wegbrechen, haben wir auch noch ein paar Anlaufpunkte. Ne? Also das, was wir hier zum Beispiel jetzt oben raus sehen, an dieser Stelle, da haben wir hier die Tiefs, die wir gut und gerne als Anlaufpunkte zur Unterseite mitnehmen können, wenn der Markt sich doch ein bisschen anders entscheidet. Hier unten diesen Drehbereich um die 0,9130, dann hier das Zwischentief bei 0,9123 und hier. Dieses Kontraktionslow bei 0,91 knapp 45. Das ist die Unterseite, die wir hier durchaus da haben. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz noch die Oberseite an, und da wird man dann sehen, weshalb das relativ interessant ist. Und dann gehe ich jetzt mal von der kleineren Zeiteinheit in die größere. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich oben rüber fliegen. Heißt das hier? Wir haben ein paar richtig schöne Anlaufpunkte zur Oberseite, die man schon mal schön im kleinen Bereich mit planen kann, ja. Und das ist das, was wir hier sehen, weil dann haben wir schön den Markt nach oben trenden, Das heißt hier an dieser Stelle, schaut hier, erste Bewegung ist da. Jetzt haben wir die Korrektur und wenn wir hier tatsächlich oben drüber gehen, läuft die Stunde aufwärts und das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Zeichen. Mit ein paar Zielen zur Oberseite hin ist das also alles hervorragend hier an dieser Stelle äh, für die Aufwärtsseite zu sehen. Das Ganze in der Stunde. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch auf Tagesbasis an, weil das brauchen wir ein bisschen. Und da wird es nämlich so richtig interessant. Warum wird es interessant? Weil wir hier... Im US-Dollar Schweizer Franken mittlerweile auf Tagesbasis einen Richtungswechsel haben. Den Richtungswechsel sehen wir übrigens auch in der Woche. Hier, hier, das war eine massive Kaufwoche. Jetzt haben wir hier die tiefe Korrektur gesehen und schaut mal hier unten in diesem Drehbereich um die äh, 0,98. Ähm, Nein, was haben wir da unten? Doch, 8,30 war das Tief. Sind wir wieder zum Drehen gekommen und laufen jetzt nach oben rauf? Und das ist das große Punkt oder der große, das große Bild, was wir hier gesehen hatten. Ich muss das mal kurz zusammenraffen. Wir kommen jetzt von, <laughs> von unten raus. Wir haben sozusagen... Moment, mal gucken, ob ich das treffe hier. Ja, wir haben diese untere Range-Seite durchbrochen und haben jetzt den Trend nach unten weggenommen. Und jetzt sind wir hochgelaufen hier in die korrektive Phase rein. Also hier oben rein. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, haben wir nicht nur auf der Woche, äh, auf dem Tag eine schöne Struktur nach oben, sondern dann auch eine Woche. Und das ist die Chance. An der wir jetzt hier stehen. Wir sind nämlich hier auf der Tagesbasis mittlerweile in einem Aufwärtstrend verortet. Den skizziere ich an dieser Stelle auch mal. Schaut mal hier. Erste Bewegung, die Korrektur. Und dann ging es hier nach oben rauf. Jetzt haben wir hier wieder die Korrektur. Und schaut mal, das ist der Kontext, den wir jetzt hier haben. Mal ganz grob eingegliedert. Hier ist der korrektive untergeordnete Abwärtstrend. Den sehen wir hier am Laufen. So, und jetzt will der Markt hier wieder hoch. Und das ist das, was wir gerade gesehen haben. Initial. Die Zündung nach oben, jetzt die Korrektur bis darunter. Und wenn wir hier oben drüber fliegen, dann haben wir genau das Level, was wir gerade brauchen, um einen Aufwärtstrend zu machen. Und dann haben wir hier im Kontext einen kleineren Aufwärtstrend, der in diesen größeren Aufwärtstrend reinläuft. Das heißt, wir haben auf Tagesbasis wieder einen Bewegungsarm, der im Aufwärtstrend bestätigt ist. Dann haben wir einen Aufwärtstrend. Und wenn wir dann hier noch über diese 0,91,98 drüber fliegen, hier das Zwischenhoch rausnehmen, dann... Ist das Ganze schön nach oben gelaufen, dann haben wir hier ein wichtiges Level raus und der Markt nach oben ins Weiter offen. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Chancen, die wir hier haben auf der Longseite, wenn der Markt das Ganze hier nach oben weiterspielt. Das ist der Blick in US-Dollar, Schweizer Franken. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz durch. Viele guten Grüße. Ich gebe das Ganze nochmal zurück für diejenigen, die später dazugekommen sind. Freut mich, dass das Ganze passt. Ähm, Fragen Facebook haben wir keine. Dann gehen wir jetzt mal auf den Nasdaq noch ein. Leute, der technologielastige Index, der wird immer wieder gern gesehen. Ich weiß auch warum. Es ist ja schließlich der absolute Mega-Bull hier. Vergesst mir aber bitte die anderen Indizes nicht. Auch da gibt es immer wieder interessante Sachen. So! Was haben wir denn im Nasdaq? Das wird spannend werden hier, was wir im Nasdaq sehen. Leute, wir sind hier mittlerweile in der Korrektur des aktuellen Aufwärtstrends mit drinnen. Also ich mache es mal ganz kurz groß hier auf der Tagesbasis. Und zwar schaut es euch an hier. Hier ist der Markt schön wieder angefangen nach oben zu trenden. Und das sehen wir. Und was wir hier jetzt momentan sehen ist... Die korrektive Phase. Also hier der letzte Bewegungsarm oben rein. Zack, dort nochmal ein hoch gemacht. Und das ist jetzt die Korrektur, die wir sehen. Und das ist jetzt eine echt extrem hochinteressante Geschichte, weil, wir haben es gesehen, am Freitag ist der Nasdaq hier ordentlich nach oben geschnäpst, Dann gab es Druck. Gründe suchen wir jetzt hier nicht. Wir gucken jetzt einfach nur auf die technische Natur. Ja? Dann gab es ordentlich Druck nach unten. Also es war wieder kompletter Abverkauf zum Freitag, auch kein ungewöhnliches Bild. Und jetzt sehen wir, dass der Markt schon wieder langsam nach oben will. Und das bringt uns jetzt ins Spiel, was wir hier sehen. Ja, und da sind zwei Marker jetzt extrem wichtig. Und zwar. Das Tief der letzten Woche, beziehungsweise im kurzfristigen Bereich natürlich erstmal hier das Tief vom Freitag. Also da können wir sagen, fast drei Dinge, die wichtig sind. Aber bezogen auf diesen Korrekturarm hier ähm, ist das, das Tief der letzten Woche sehr, sehr wichtig. 11.400, was haben wir hier unten gehabt? Mal kurz nachschauen. 11.746 Punkte ist das Tief da unten. So, und dann haben wir hier aber inzwischen hoch gehabt hier oben. In diesem Bereich, hier oben am Top, was haben wir hier gehabt? Im Hoch hatten wir gehabt 12.033 Punkte. Das war das Hoch. So, jetzt haben wir hier gesehen, die Korrektur ist nach unten gelaufen, hat hier ein neues höheres Tief gemacht und ein höheres Hoch. Das ist schon mal ein positives Zeichen, auch wenn der Abverkauf weiter runterging. Wenn wir jetzt den Schub nach oben bekommen, haben wir gute Chancen, Richtung 12.200 Punkte zu laufen. Aber wenn wir unten drunter fallen, dann zeigt uns das, die Korrektur ist hier noch längst nicht vorbei. Das heißt, wir haben hier wirklich an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, wieder die zwei Richtungen. Entweder Richtung 12,2 oder runter Richtung Unterstützung um die 11,6. Das ist... Sind die Marker. Und wenn wir jetzt das Ganze mal im kleineren Zeitrahmen anschauen, ja, dann sehen wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich, und das ist das Bild, was wir am Freitag bekommen haben, so ein kleines bisschen, muss ich sagen, ein, ein, ein Hickhack, das Sie hier sehen. Aber das große Bild ist halt trotzdem da. Ne? Also das heißt, wir sehen zwar hier, dass dieser kleine Aufwärtstrend, wartet mal, ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen raus, hier, der lief hier nach oben, ist hier eingezeichnet, ja, dann ist er gebrochen worden und jetzt läuft der Markt schon wieder hoch. Das heißt. Das ist der Kontext, den wir jetzt tatsächlich brauchen. Und damit bekommen diese zwei Marker, die ich gerade genannt habe, oben die 12.2 und unten das Tief vom Freitag erstmal einen ersten wichtigen Geschmack. Denn, oder einen wichtigen Punkt, denn das, was wir in den Umkehrphasen nicht selten sehen, ist, dass wir einen Schub nach oben bekommen, dann eine Korrektur und innerhalb der Korrektur zum Schub nach oben wird der erste Bewegungsschub nach oben gebrochen, der Trend, dann bildet sich ein Abwärtstrend und dann geht es wieder nach oben rein. Und wenn wir jetzt das Ganze in dieser Art und Weise sehen wäre das sozusagen hier im Bild rein im Bild ne? das ist natürlich jetzt an dieser Stelle ein bisschen an einer anderen Stelle zu verorten zu sehen also das heißt wenn wir hier über dieses Level oben drüber laufen ja dann haben wir hier an dieser Stelle dann einen kleinen Aufwärtstrend der in Richtung dieses Aufwärtstrends läuft und das wäre dann das positive Zeichen und das wäre dann der erste Indikator dafür, dass wir hier mal Richtung 12.000 Punkte und danach Richtung 12.200 Punkte laufen können. Und im Kleinstbereich haben wir auch noch Planmarken, nämlich hier das kleine Zwischenhoch um die 11.974 Punkte und hier oben der nächste Anlaufbereich dann hier, die kleinen Zwischenhochs um die. 12.100, naja, 58, 59, was wir hier haben. Und dann geht es schon hoch auf die 12.200. Also, das ist tatsächlich das. Sollten wir hier oben drüber fliegen, der positive Bereich. Ne? Das wäre positiv. Setzt sich das Ganze hier natürlich wieder nach unten fort, jetzt mal im Kleinstbereich, sollten wir hier drunter fallen. Geht dieser Trend hier weiter, das wäre dann ganz klar die klassische Umkehr aus der Korrektur. Das ist dann das, was wir im 5-Minuten-Trend äh, gut und gerne als Handelsebene nehmen können. Und dann müssen wir unten schauen, was ist hier da? 11.800 Punkte. Ganz grob sind dann mal das Anlauflevel, was wir hier in diesem Bereich haben. Und danach hier unten das Tief der letzten Woche um die 11.746. Das ist das, was der NASDAQ hier an dieser Stelle verrät. Damit haben wir das größere Bild und das kleinere Bild für den Intradehandel mal mit abgefrühstückt. Und wie schon gesagt, das, was wir hier an dieser Stelle sehen und das mal im 5-Minuten-Chart kurz anschauen wollen, dann sehen wir genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Hier, das wäre dann der Schub nach oben. Und dann sind die Marker, die wir hier gerade in der Stunde gesehen haben, natürlich auch im 5-Minuten-Trend relevant. Das heißt, hier wäre dann sozusagen der Schub nach unten. Die Korrektur, der Schub nach unten und dann, wenn wir jetzt da nach oben laufen, haben wir den Aufwärtstrend, der dann wieder in die höheren Richtung Regionen mitläuft. Das zum Nasdaq und dann haben wir jetzt noch einen Wunschmarkt: kandola japanischer Yen. Ja, na klar, da gucken wir doch gerne mal rein an dieser Stelle. Kandollar japanischer Yen. Ähm, gucken wir uns an. Hier erst einmal der Blick in den Tageschart ganz kurz. Wichtiges Level, was wir hier in der Stunde auch schon sehen. Ähm, das heißt, an dieser Stelle, wenn wir uns das Währungspaar mal anschauen, schaut mal, wir haben jetzt hier eine sehr, sehr interessante Konstellation. Wir schwingen hier mal wieder in einem relativ großen, weiten Bereich rum. Hier oben der Deckel bei 81,5 und unten, naja, ganz grob die Unterstützung um die 78 bis 78,50 in etwa. Ähm, wir sind hier unten aufgeprallt, laufen jetzt nach oben im. Kurzfristbereich ist es jetzt interessant, was passiert. Denn den Weg, den wir hier nach oben gesehen haben, der hat jetzt natürlich dazu geführt, dass wir hier in äh, der Stunde einen Aufwärtstrend bekommen haben, der jetzt hier an dieser Stelle etwas korrigiert und wir hier die Umkehr bekommen haben auf Tagesbasis. Und da wird es jetzt natürlich sehr, sehr spannend, genau mal mit hinzuschauen äh, und uns die Stunde nochmal kurz zu beleuchten, weil wir sehen in der Stunde natürlich... Jetzt die Herausnahme ähm, dieses Trends. Das heißt, ich skizziere es eben mal ganz kurz ein. Hier, das war die Gegenbewegung, die trendige sozusagen. Und dieser Trend ist jetzt gebrochen. Heißt also, naja, noch nicht gebrochen. Gebrochen ist er, wenn wir quasi hier oben drüber laufen würden über dieses Level. Aber wir haben jetzt erst schon mal wieder einen Aufwärtstrend, der hier... In Richtung dieses übergeordneten ähm, Schwungbereichs in dieser Trading Range zur Oberseite hinläuft. Das heißt, wenn wir hier mit diesem höheren Tief jetzt weiter nach oben laufen, dann haben wir hier eine Aneinanderreihung höherer Tiefs und höherer Hochs, dann haben wir einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend hat erstmal gute Anlaufpunkte mit da und die Anlaufpunkte, die wir sehen, sehen wir hier an dieser Stelle. Wenn wir tatsächlich hier über diesen Verkaufsbereich drüber kommen, ja, also hier über dieses Level, was wir hier oben drüber haben, die, naja, die Marke um die 8008, dann ist der Weg nach oben hin da. Und das, was wir dann sehen, planbar, wären hier die Zwischenhochs, die wir drin liegen haben. Und das wären mal hier in Summe sozusagen genannt. Die Marken um die ganz grob 8035, 8052, 53 und dann hier oben dieses kleine Zwischenhoch da. Erst einmal um die 8060. Das Ganze hier an dieser Stelle. Interessante Anlaufpunkte. Wenn es den Markt tatsächlich nach oben schiebt, wenn es allerdings ähm, ja, die Bullen hier nicht hinterm Ofen hervorlockt und wir hier oben bei der 8008 abprallen, müssen wir ganz klar die Unterseite mit ins Spiel nehmen. Das heißt, hier im kleinen Bereich mal, hier schaut es euch an. Dass, wenn wir da drunter laufen unter die Marke von 79,90, dann sieht der Markt wieder Schott aus und dann haben wir hier die Anlaufpunkte 79,80, dieses Drehlevel, beziehungsweise dann hier unten rein in die tieferen Bereiche. Erstmal die kleinen Schwungbereiche 79,55 und dann stehen wir schon wieder hier unten am Zwischentief bei, ja, naja, ganz knapp 79,50. 54. Wie schon gesagt, nehmt mich bei den Markern, die ich hier nenne, nicht auf die letzte Nachkommastelle. Mir geht es hier immer ums große Gesamtbild und der, der Markt läuft halt nicht immer genau die letzte Stelle an und dann dreht er rum, sondern es sind Bereiche, wo man sich so ein bisschen ähm, auf die Lauer legen möchte. Es ist so ein bisschen wie an der Ampel: da fährt man auch nicht immer genau bis an die weiße Linie ran, um dann losfahren zu können, wenn es wieder grün wird, sondern man hält halt einfach vor der Ampel an und gut ist. So ähnlich ist das Ganze hier entsprechend auch zu sehen. Und diese Marke hier oben, um die 0,8080 bekommt halt einen wichtigen Bereich, weil äh, ich habe es ja gerade gezeigt, der sage ich mal Korrekturbereich ist halt erst da oben rausgenommen und wir trennten jetzt zwar hier schön nach oben, aber wenn wir jetzt tatsächlich hier oben einen Abprall bekommen und der Markt unten drunter läuft, dann wird dieser kleine letzte Schub hier, der Aufwärtstrend, den wir hier da haben, der wird dann wieder rausgenommen und das Ganze, wenn es dann unterschritten wird, das hat dann eher den bärischen Charakter. Und dann müssen wir uns zur Unterseite gehen. Und das ist dann Fortsetzung der Stunde. Und da müssen wir uns weiter runter orientieren. Das heißt, dann erst einmal, wie schon gesagt, hier die Unterseite, die wir unten haben, beziehungsweise hier dann den Bereich um die Dreh Drehzone, um die 79, 23 bis 20. Und dann haben wir hier noch das tiefere Bereich unter der Marke von oder um die Marke von 78, 70. Das, ist die. das sind die Richtungen, die wir hier zur Unterseite haben. Und das ist jetzt wieder interessant. Fliegt der Deckel weg, sehr bullisch, fallen wir ab eher die Unterseite entsprechend mit beleuchten. So, und dann haben wir jetzt noch eine Frage reingekommen, und zwar zum US-Dollar-Südafrikanischen äh, Rand. Und zwar äh, ergibt sich bald eine Trading-Chance, äh, knickt der Dollar ein, geht es weiter runter, wie siehst du das? Mal schauen wir doch mal ran, gucken wir uns mal den Chart an vom US-Dollar-Südafrikanischen Rand. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir den hier schon haben. Nee, da ist er nicht. US-Dollar-ZAR. Muss ich mal ein bisschen runter scrollen hier? Hier haben wir ihn. So. Tata. Da ist er. Tageschart. Mache ich mal kurz rein. So. Alles klar. Also, was sehen wir hier? Muha. <laughs> das ist ja witzig. Unentschieden. Naja. Ich zeichne mal kurz ein, was mir hier als erstes ins Auge sticht. Das ist Nummer 1. Grundsätzlich mal nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, wir laufen hier ins Dreieck unten rein und dann oben raus. Aber, naja. Ich glaube, hier ist noch einiges an Luft. Also was wir hier sehen, ist ein Keil. Und wer Keile kennt, der weiß, die Keile werden in der Regel durch die äh, steiler äh, bewegende Seite durchbrochen. Das heißt, wir haben hier schon die Chance, die Oberseite anzulaufen. Aber ich vermute fast, es wird noch ein bisschen dauern. Ne? Ist eine reine Vermutung, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber das ist mal das Chartbild, was wir hier sehen. Wenn wir uns das mal im Größeren anschauen wollen, worauf ich hier hinaus will, ist einfach momentan noch diese sehr, sehr große Unruhe die wir hier in diesem Bereich haben. Das heißt, wir haben hier, naja, mal kurz ein steigendes Hoch, dann schon wieder ein fallendes Tief. Ähm, der Markt kann sich hier nicht so richtig entscheiden. Auch im Kleinen kommt er nicht so richtig raus. Wenn man jetzt mal kurzfristigen Unterstützungsbereich suchen möchte, dann kann man sich den da unten einzeichnen. Ne? Weil da ging es immer nur mal ein ganz kleines Stückchen runter äh, und danach ging es wieder rauf. Also hier unten die Marke von 1638. Ja, dieser Punkt hier unten, also dieser Bereich, Moment, die Linie hier unten, also dieses Level, naja, sagen wir mal 16,40, ähm, ist schon ein Level, was Relevanz hat, wo wir immer wieder drüber gegangen sind. Wichtig wäre es jetzt, wenn wir hier tatsächlich die Long-Seite sehen sollten, dass der Markt tatsächlich es schafft, hier oben drüber zu laufen. Ne? Also, das heißt, dieser Bereich hier oben, der ist wirklich relativ wichtig, ungefähr die Marke von, na, was haben wir hier? Ich glaube. Um die 670 bis 72, dieser Drehbereich da oben rum, der ist wichtig, na, den brauchen wir. Da müssen wir drüber gehen. Das wäre wichtig, aber diese fallende Linie ist halt erstmal da. Wir müssen tatsächlich dann dahin kommen, dass wir einen Aufwärtstrend finden. Alles, was jetzt hier nach oben läuft, ist noch hin und her. Denn wenn wir uns das Ganze mal so anschauen wollen, wir sind hier an dieser Stelle deutlich runtergelaufen. Hier, zack, haben tief gemacht. Und jetzt ist der Markt hier an einem höheren Punkt. An einem tieferen Punkt wieder rumgedreht und läuft jetzt hier schon wieder nach unten und kann sich hier momentan noch nicht so richtig entscheiden. Und wenn er jetzt da drunter fällt, spricht das ganz klar für eine Ausweitung dieser Korrektur. Das heißt, hier ist ja die Frage, ähm, wenn es nach oben geht, wenn der Dollar sozusagen äh, entsprechend ähm, sich bewegt, also um mehr südafrikanische Rand zu bekommen, muss der Dollar wieder sozusagen schwerer werden. Ja, das heißt, äh, der Dollar muss sozusagen sich bewegen von dem Ort, wo er weggeht, ähm, muss stärker, stärker werden entsprechen. Und dann hat der Markt eine Chance, hier tatsächlich nach oben zu laufen. Die sehe ich momentan eher noch nicht. Ne? Also, momentan ähm, sieht es eher so aus, als wenn der Markt runter will. Aber wenn man es kurzfristig traden möchte, wird es interessant. Hier dieses Haltelevel. Hält das? Können wir im Kurzfristbereich durchaus auch ein Stück weit nach oben schauen. Aber die Stunde ist halt auch hier weiterhin abwärts gerichtet. Also es gibt momentan noch nicht wirklich viele Indikationen, wo wir jetzt sehen können, okay, das wäre hier ein longmark Denn wenn wir uns die Stunde mal kurz anschauen wollen, hier, das ist definitiv ein Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend ist halt weiterhin intakt. Also Longseite sehe ich hier noch nicht. So, die Chancen sind da. Da müssen wir aber wirklich irgendwo hier den Markt man nach oben finden von der Seite her eher zur Chartunterseite. Unterseite. Ju, das dazu weitere Fragen haben, was nicht, dann würde ich sagen Gucken wir mal, was die Handelswoche machen. Gucken wir uns den DAX an. Er startet zumindest mal positiv in die neue Handelswoche rein. Äh, wenn wir hier die ersten Minuten mal im DAX uns anschauen wollen, wir haben eine schöne, schöne, langgezogene Range gehabt. ja, Und jetzt ist der Markt halt nach oben ausgebrochen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die China-Daten unterstützen da ein bisschen. Ähm, die Märkte laufen hier so ein bisschen schön nach oben. Ähm, und das ist auch das, was wir sehen hier. An dieser, an dieser Sache, das sehen wir auch, wenn wir uns mal das Ganze anschauen wollen. Hier bei äh, den asiatischen, äh, asiatischen Australien, beispielsweise, ist auch schön auf dem Weg nach oben. Das ist ja auch der Tag, also die Woche geht hier auch sehr positiv los. Ähm, und das ist das, was man immer sieht. Gerne mal hier: der japanische Yen geht jetzt auch wieder Richtung oben drüber. Äh, nicht der japanische Yen, das ist der Nikkei JP225. Es ist positiv zu sehen, was hier in Asien gerade los ist. Und das an dieser Stelle, an diesem Punkt mal wirklich positiv, wegen guten Nachrichten aus der Wirtschaft. Und das ist schön. Und da sehen wir, dass der Markt diese positiven Nachrichten spielt. Und wenn wir hier weiterhin positive Nachrichten bekommen, ist das auch vorteilhaft für die anderen Märkte auf der Welt. Auch für Deutschland, natürlich für die USA und die anderen Märkte, die wir haben. Also ein schöner, positiver Start in die neue Handelswoche. Wir schauen, wie es weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche allen einen interessanten und erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Wir besprechen morgen früh um 8.30 Uhr natürlich wieder die Märkte live hier und exklusiv bei Digme. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter und bis morgen. Tschüss.